Hey Leute, willkommen zur Episode Nummer 23 von Ultimate Team Roulette. Das war das Team, es war mittlerweile komplett in Sachen Chemie. Allerdings fehlten noch die Punkte für die Meisterschaft, die wir ja als Ziel ausgeschrieben haben, um eben diese Serie abzuschließen, was wahrscheinlich noch dauern würde, denn es würde nicht einfach werden. Das erste Team, gegen das wir kamen, machte es auch nicht besser, denn das war sehr stark, muss man sagen. Emenike und Valentin, ein super Sturmduo, Reus, ein überragender Spieler, El Shaarawy, Marquisio, Gündogan, ein richtig gutes Team mit einer verdammt schnellen Abwehr. Und einem, ja, akzeptablen Torhüter. Erste Chance gleich für sie durch Marco Reus, der allerdings zum Glück an meinem Torhüter scheitert. Die anschließende Ecke bringt auch Gefahr in die Mitte. Da ist Santana mit dem Kopf und die sitzt. Felipe Santana, das Kopfball ungeheuer schlechthin, dazu noch Pace wie Sau. Und dann hat man keine Chance gegen den. Aber direkt nach dem Anspiel ging es gut weiter. Milito dribbelt sich durch die gesamte Abwehr durch, macht auch den weg. Macht er auch den letzten weg? Ja, macht er die Chance, macht er sie rein. Nein. Er scheitert leider am Torhüter, der da auch gut hält. Dennoch natürlich ein schönes Dribbling von Milito. Wenige Minuten später dann die glatte rote Karte für meinen Gegner. Nach gerade einmal, ja, wie viel waren gespielt? Kurze Zeit jedenfalls, brutal von hinten in die Beine von Milito. Klare Sache, das ist rot. 21 Minuten, Milito! Pfosten und dann der Nachschuss nochmal von Matri fast. Pech für mich. Im Gegenzug mein Gegner, Emenike ist frei durch. Das muss es eigentlich sein, aber er scheitert. Auch hier wieder mein Torhüter, ich mach's dann relativ schwach mit der Abwehr da. Hab dann aber nochmal Glück, denn der Ball kann nicht verwertet werden. Es war weiterhin ein sehr spannendes Spiel mit vielen Szenen. Matri geht am Torhüter vorbei, die 1000% gehen, die muss jetzt sitzen. Matri schießt doch, aber tut er nicht. Da hatte ich schon lange gedrückt, er wollte es nicht. Aber gut, die Ecke auch gefährlich. 28. in die Mitte, da ist Milito mit dem Kopf geblackt und irgendwie Kombinatia nochmal. Auch hier wieder gehalten vom Torhüter. Es wollte einfach nicht sein. Wellington, dann der schöne Lupfer und die sitzt natürlich. Ich habe Chance um Chance, habe wirklich 100%ige, die ich nicht zu nutzen weiß. Und im Gegenzug macht mein Gegner es viel, viel besser, trifft zum 2:0. Das war natürlich ein Schlag ins Gesicht, aber ich steckte nicht auf. Vor der Pause noch die Flanke, haben sich die Riesenchance und auch die ist nicht drin. So langsam war es wirklich zum Haare raufen, denn zur Pause stand es gerade mal 2:0 für meinen Gegner. Was sehr schmeichelhaft war, denn ich hatte Chance um Chance, hatte wirklich Riesenchancen. Mein Gegner dazu noch in Unterzahl. So langsam musste das Tor einfach kommen. Cuadrado, die Flanke. Matri, quergelegt und dann wird er da umgehauen. Und dann kommt er aber nochmal und auch hier scheitere ich mit Milito am Torhüter. Es war wirklich unfassbar. Ich hatte so viele Chancen und wusste sie nicht zu nutzen. Im Gegenzug kommt mein Gegner mit El Shaarawy und nutzt seine erste Chance seit etlichen Minuten. Es war wirklich bezeichnend. Aber auch ich hatte noch Chancen. Matri, jetzt muss es aber wirklich mal drin sein. Matri und die ist dann glücklicherweise endlich drin. Wenn es anders nicht geht, dann muss man auch mal sweaty machen. Auch wenn das natürlich sehr ärgerlich war, weil ich, wie gesagt, nicht der Schlechtere war. Aber weiterhin ich im Angriff. Milito, nächste Riesenchance. Jetzt muss die doch mal rein. Meine Fresse, wie kann man denn so einen Ball nicht reinmachen? Unfassbar. Ich hätte einfach schieben müssen, tat ich nicht. Und somit brauche ich mich auch nicht wundern. Cuadrado, schönes Dribbling dann auch. Mit dem Rainbow hier und dann ein sehr schmeichelhafter Elfmeter, nachdem ich da den Advanced Rainbow nicht hinbekomme. Und mein Gegner oder mein Spieler in den Gegner reinläuft. Gibt es Elfmeter für Hamsik. Die Chance also jetzt zum 2:3. Und das ist das 2:3. Hier also nochmal die Hoffnung, doch noch auskleiden zu können. Es wäre auf jeden Fall verdient gewesen. Leider schaffte ich das dennoch nicht mehr. Es ging nämlich 3:2 für meinen Gegner aus. Nach diesem Elfmeter gab es wirklich nichts mehr zu sehen. Es war ein sehr spektakuläres Spiel in den ersten, ja, 50, 60 Minuten vielleicht. Vor allem in der ersten Halbzeit. Danach kam dann überhaupt nicht mehr viel. Mein Gegner spielte sehr defensiv, stellte sich hinten rein und ich hatte nicht mehr allzu viele Chancen, insofern ein sehr ärgerlicher 3:2, ja, eine 3:2 Niederlage, eine sehr ärgerliche. Auch hier nochmal zu sehen, ich war an sich sicherlich nicht unterlegen, ob ich jetzt überlegen war, darüber lässt sich sicherlich streiten. Ich war der Meinung, dass ich überlegen war und insofern habe ich mich natürlich aufgeregt, denn es war ein blöder Punktverlust, 9 Spiele, 0 Punkte. Ein Spiel, 0 Punkte meine ich natürlich, eine Niederlage gleich mal zu Beginn, ist nie ein guter Anfang. Dennoch steckte ich natürlich nicht auf, wollte mit diesem Team jetzt gewinnen, ging also direkt ins nächste Spiel der ersten Liga und kam gegen Kevin Teeley FC, wenn ich das gerade richtig gelesen habe, mit pinken Trikots, The Great Ones. Also ein sehr nicht gerade zurückhaltender Gegner und mit dieser Formation 5-3-2, eine Formation, die ich absolut nicht leiden kann, weil sie scheiße ist. Dagegen kann man mit meinem Spiel, mit dem schnellen Konterspiel überhaupt nicht arbeiten. Und das kotzt mich an. Und auch ansonsten sehr gute Spieler. Und der fing auch gleich besser an. Schöner Pass auf Cavani. Der hat da viel Platz und dann macht er die ernsthaft rein. Aus dem Winkel, im Fallen, im Drehen, drischt er das Ding in den kurzen Winkel. Das sind diese Near-Post-OP-Dinger. Und das ist natürlich enorm ärgerlich. Weiterhin er im Angriff. Cavani, nächste Chance. Macht er es nochmal? Natürlich. Near-Post-OP hoch 2. 2:0 nach gerade mal 13 Minuten.
17 Minuten gespielt. Matri, 2:1. Es fielen hier in den ersten Minuten etliche Tore und es gab wirklich kaum Chancen, die nicht zum Tor führten. 20. dann, Matri wieder am Ball. Ist schneller als Kompanie. Matri, und dieses Mal ist der Ball leider nicht drin. Gehalten vom Torhüter. Weiterhin ich jetzt ein bisschen überlegen. Milito. Macht er den hier Post auf P? Nein, er scheitert leider am Torhüter. Das habe ich einfach nicht so gut raus, diesen kurzen Winkelschuss. Dann kam es ganz, ganz sweaty. Ja. Ich meine, er führt schon 2:1. Hat sehr glückliche Tore und dann kommt auch noch sowas dazu. Das ist immer besonders ärgerlich und besonders frustrierend für mich. Aber ich wollte weiterhin hier die Führung. Schuss von Estigarribia gehalten leider. Die Ecke von Lichtsteiner, der bringt sie in die Mitte. Nach 39 Minuten, da kommt die Flanke. Und da ist Benazia geblockt. Da ist Milito auf der Linie geklärt vom Abwehrspieler. Zur Halbzeit also 0:3. Durch Snyder und zweimal Cavani auf meiner Seite traf lediglich Matri. Ich hätte mehr Tore schießen können. Im Endeffekt geht dieser Stand gerade so in Ordnung. Also, dass mein Gegner führt, geht in Ordnung. 3:1, vielleicht ein bisschen hoch. 2:1 wäre angebrachter gewesen. Aber dennoch musste in der zweiten Hälfte mehr von mir kommen. Das tat ich auch gleich. Hamšík mit dem Schuss gehalten. Kurz später wieder ich. Schöner Ball auf Hamšík. Wieder ist er frei durch. Jetzt muss es das Ding sein. Und das ist drin. Flachschuss OP, auch die sind völlig overpowered, keine Frage, nicht zu halten, aber im direkten Gegenzug mein Gegner, Alexandre Pato, schneller als meine gesamte Abwehr, macht das Ding rein. Sehr schwach verteidigt von mir, da mein Controller nahm einen, ja, unglücklichen Fall Richtung Boden hin, wie man oben rechts erkennen kann, aber dennoch wollte ich weiter gewinnen. Milito, sweaty, und wenn man sogar so einen Ball versiebt, dann braucht man sich nicht wundern. Milito nochmal vor Ende des Spiels, 73. 3:4, also nochmal die Hoffnung, doch noch was zu reißen. Leider zu Unrecht, denn auch hier blieb es beim 3:4, wie auch schon im Spiel zuvor. Die Hoffnung wurde nicht bestätigt, brachte nichts, denn mein Gegner gewann das Ding souverän, im Endeffekt mit 4:3. Auch hier wieder sehr frustrierend, sehr ärgerlich, denn ich war nicht das schlechtere Team im Endeffekt. Ich hatte mehr Chancen, ich hatte in allen entscheidenden Werten eigentlich bessere Werte. Und insofern ist es sehr ärgerlich, dass nach zwei Spielen noch 0 Punkte auf dem Konto stehen. Also war es Zeit für Transfers, wir hatten wieder ein bisschen Geld. Zuerst kam die Nummer 18 und das war Raphael van der Vaart. Ja, nicht optimal. Und mit nicht optimal meine ich scheiße. Das nächste war dann die Nummer 6 und das war mit der Nummer 6 Rodrigo. Ein sehr guter Stürmer, der leider in keins meiner Teams wirklich reinpasst. Was auch ärgerlich ist, aber er ist ein guter Stürmer, also fürs Reserveteam kann man sich den vielleicht mal vorstellen, irgendwie. Das nächste Spiel der Liga 1 wartete dann nicht lange, denn es ging direkt rein. Auch letztes Spiel der heutigen Episode. Gegen Crystal Palace landete er sich, also offenbar ein Crystal Palace-Fan, was ich nicht nachvollziehen kann, aber ja. Soll er machen, ist nicht meine Entscheidung. Er jedenfalls mit einem 4-4-2-Team mit Chicharito, Javier Hernandez und Fernando Torres vorne im Sturm, also ein sehr schneller Sturm, vor allem mit Hernandez natürlich. Aber dennoch der bessere Anfang für mich. Nach 5 Minuten ist seine Abwehr schon so offen. Ich bin komplett frei durch. Das muss das Tor sein. Matri. Wow. Einfach nur wow. Wenn das Trainerkarriere wäre, wäre Matri jetzt draußen. Leider hatte ich keinen guten Ersatz, deswegen musste er wohl drin bleiben. Mein Gegner kurz später mit der Chance. Super gehalten. Zweimal von Romero. Vor allem der zweite war richtig gut. Torres dann mit dem Versuch auch hier Romero wieder zur Stelle. 25 Minuten gespielt. Milito erkämpft sich den Ball. Muss es sweaty machen. Spiel zu Matri. Und den macht er deutlich besser als seine Riesenchance zuvor, wo er den Ball am fast leeren Tor vorbeischiebt. Hier macht er richtig gut mit Kraft, mit Präzision. Drischt er das Ding per Kopf in die Maschen. 1:0. Matri kurz später nochmal in der Szene hier. Schöner Schuss, aber dieses Mal gehalten. Es sah ganz gut aus bislang. Doch dann kam Walker. 36. Kyle Walker. Pfosten. Richtig Glück gehabt für mich. Mein Gegner hier wirklich auch eine Hausnummer und sehr gut im Spiel. Fernando Torres, nächste Chance, Lupfer. Und die Latte dieses Mal. Zweimal Aluminium innerhalb von kürzester Zeit. Richtig Glück für mich. Und es ging weiter mit Angriffen von ihm. Young mit der Flanke in die Mitte. Da ist Hernandez per Kopf und die sitzt. Da kann auch Romero nichts machen, der bislang ein gutes Spiel machte. Nichts zu halten, schöner Kopfball, schöne Flanke, schönes Tor. Weiterhin dann allerdings ich auch mal im Ball. Schöner Schuss auch hier gehalten vom Torhüter. Dann die zweite Hälfte bereits. Matri! Gut pariert, auch hier. Mal wieder vom gegnerischen Torwart. Dann bereits die 66. Hamšík. Schöner Kraftschuss da per links. Und der geht leider knapp am Ball vorbei. Und dann gibt es noch die rote Karte. Ja, tatsächlich. Er wurde da von Evans unschön umgehauen. Das gibt dann im Endeffekt rot, weil es halt eine Notbremse war. Und es gibt den Freistoß aufs 18 Meter. Ein Elfmeter wäre mir lieber gewesen.
Aber auch so kann man einiges draus machen. Hamsik versucht's mit Gewalt. Wird es was bringen? Hamsik! Gehalten vom Torhüter leider. Hätte ich vielleicht mit Präzision versuchen sollen. Das ist allerdings etwas schwierig mit dem, ja, mit den Freistoßschützen, die ich habe. Die Ecke gefährlich, auch hier der Torhüter gut dran. Wie auch schon beim Freistoß. Nochmal eine Ecke. Lichtschein in die Mitte. Da ist wieder Benatia und dieses Mal macht er es besser. Nichts zu halten für den Torhüter da. Der Treffer durch Benatia in der 68. Zum 2:1. Das war enorm wichtig. Nochmal vor Ende des Spiels. Matri dribbelt sich nach innen. Das muss es sein. Aber er verfehlt leider knapp das Tor aus Spitzenwinkel. Und es war immer noch nicht vorbei. Kabay mit der letzten Chance des Spiels. Zentimeter am Tor vorbei. Und das war es dann zum Glück auch endlich von diesem Spiel. Es geht tatsächlich 2:1 für mich aus. Ein sehr glücklicher, aber wichtiger Sieg. Denn wenn wir das auch verloren hätten, hätten wir im Grunde gleich aufhören können zu spielen. Denn dann hätten wir die Meisterschaft auf keinen Fall mehr holen können. Und hätten uns gleich mit dem, mit dem Abstiegskampf befassen können. So war es zum Glück nicht. Wir haben noch eine geringe Chance auf den Erfolg, auf die Meisterschaft. Wenngleich sie natürlich auch sehr gering ist, aber sie ist da. Und insofern möchte ich dafür kämpfen. Das war's von der heutigen Episode. Wenn ihr sehen wollt, wie wir uns schlagen, ob wir den Titel holen können, dann schaut auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Bis dann und tschüss.